Moin, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Informationsvideo hier zum LS22 Farming Simulator Time haben wir heute wieder. Es ist ein neuer und schöner, ja, wenn man aus dem Fenster guckt, nicht so schöner Freitag. Aber es ist ein schöner Freitag geworden, denn wir haben neue Factsheets für euch, Leute. Pumps and Hoses Pack Release steht kurz bevor. Wir haben den 27. September als Release von Creative Mesh in Zusammenarbeit natürlich mit Giant Software, was das Spiel um die Gülleverschlauchung, die Gülleseparierung sowie die Konfiguration von Biogasanlagen erweitert. Release ist in gut anderthalb Wochen. Übernächste Woche Dienstag, wenn ihr euch das Video am 16.09. angeschaut habt, 2022, und ja, dann dürft ihr loslegen. Auf der offiziellen Seite ist immer noch nicht alles veröffentlicht, da stehen immer noch ein paar Sachen in Coming Soon. Das kann ich euch gerne mal kurz hier zeigen. Ich bin auf der offiziellen LS-Seite, wie ihr sehen könnt, hier, ne, 17,99. Denkt dran, Leute, wenn ihr hier euch das ausfinden wollt, wie ihr bezahlen wollt und dann auf Vorbestellen klickt, dann kommt ihr auf eine separate Seite. Da tragt ihr ganz unten Creator-Unterstützung Pijoko ein, also P-Gioco, zusammengeschrieben, alles groß, ohne das Minus. Oder ihr nutzt einfach meinen Unterstützer-Link in der Videobeschreibung. Ich würde mich sehr darüber freuen. Lasst uns mal Road to Gold-Status machen. Silber-Status hängt an der Wand. Schöne Auszeichnung. Bin ich sehr mit zufrieden. Das sieht einfach schön aus. Muss ich immer noch ein Bild euch zeigen. Mache ich auch noch. Und wenn euch das Video natürlich gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal kostenfrei abonnieren. Wir haben hier nämlich immer noch ein Coming Soon. Hier fehlt noch was und bei den diversen fehlt auch hier noch was. Also da kommt noch, denke ich mal, Minimum ein Factsheet oder ein Factsheet Friday. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr darauf freuen, wenn das Ganze so ist. Ich erinnere euch auch nochmal gerne an den Season Pass Year One. Den könnt ihr euch ja immer noch holen. Dann bekommt ihr Antonio Carraro Pack, Kubota Pack und das Ferma Pack schon mal kostenlos dabei. Und die Platinum Expansion am 15. November ebenfalls. Also manche denken ja, Season Pass kaufe ich jetzt, dann muss ich die DLCs davor bezahlen und die danach kriege ich umsonst. Nein, ihr kriegt alle DLCs, die ihr hier seht, dann umsonst. Am 15. November ist der Release vom Platinum Expansion. Da wird es dann um den Hersteller Volvo gehen, der mit der Holzverarbeitung sehr gut aufgestellt ist, was die großen Radlader und so angeht. Und es wird auch eine neue Map geben, da könnt ihr auch eine Achterbahn fahren und so weiter und so fort. Da wird einiges kommen, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber heute gehen wir mal wieder rüber zu den Factsheets, meine lieben Freunde, hier im Pumps and Hoses Pack von Creative Mesh. Bei mir übrigens höchstwahrscheinlich als Preview, das bedeutet, bevor dieses DLC erscheint, darf ich das Ganze schon im Multiplayer, im Livestream euch präsentieren vor Release. Da wird es, wie zum Beispiel beim Bausimulator, einen besonderen Livestream geben. Wir haben hier, meine lieben Freunde, ein Drive-On Bunker sowie ein Betonpöller. Der Betonpöller für 250 Euro ist in zwei verschiedenen Arten verfügbar und es ist ein bewegliches Objekt. Das heißt, ihr könnt das über das Baumenü platzieren und habt dann die Möglichkeit, zum Beispiel einen kleinen Bereich abzusperren, wie zum Beispiel jetzt hier, dass zum Beispiel vor dem Silo-Bunker so ein bisschen was abgesichert ist und so. Das könnt ihr in aller Ruhe euch selber platzieren. Dann haben wir einen Drive-On-Bunker, so wie es schon sagt, also ein befahrbarer Bunker, wo ihr 115.000 Liter lagern könnt. Ihr kriegt das für 179.000 Euro. Das ist schon ordentlich, ne? Also 179.000 Euro für einen Drive-On-Bunker für den Fermenter, also für die Biogasanlage, können hier die Reste eingebunden werden. Entschuldigung, ich war gerade mit dem Kopf irgendwie wieder woanders. Ich glaube, ich bin schon im Spiel drin und bin schon am Zocken. Finde ich eine ganz coole Sache. Ist halt Hersteller Lizards. Dadurch bekommt ihr die Möglichkeit, dass das, ja, es ist halt ein No-Name-Produkt. Lizard ist ja die Eigenmarke von Giant Software. Haben die, ich glaube, schon im LS11 oder LS13 irgendwo eingeführt. Ich hatte es auf jeden Fall. Ne? LS19 war es schon mit dabei. LS17 hatte ich ja auch schon gezockt. Da war das Ganze schon mit dabei. Finde ich ganz cool. Ist halt diese Eigenmarke mit diesem kleinen Chamäleon drauf. Finde ich ganz cool. Bin mal gespannt,
Ne? Lizard ist wirklich eine Marke, die ist immer mit dabei, weil sie halt einfach als Eigenmarke gilt und damit auch auf Konsolen zur Verfügung gestellt werden kann. Konsolen ist ja immer das Problem mit den Lizenzen. PC kann man ja Privatmods erstellen und sie für sich privat veröffentlichen. Konsole lässt das ja nicht zu. Deswegen Lizard als Eigenmarke, habt ihr die große Möglichkeit, das einfach so frei zu nutzen. Schauten, wisst ihr ja, FTH230 vorne am Deutz-Fahr dran und SPC1230 hinten am Deutz-Fahr dran. Hier haben wir jetzt vorne wieder diese Gülleverschlauchung. Das bedeutet, hier passen 0,4 Kilometer. Moment, letzten Kommentar hatte ich gelesen, es ist kein sondern ein Schlauchwagen. Wie hatte man das genannt? Es ist auf jeden Fall wieder dafür da, um mit 1,4 Tonnen, hat das Teil übrigens, es vorne anzukoppeln und dann die Schläuche mitzunehmen, um diese auf den Feldern auszubringen. Wenn ihr zum Beispiel mal verlängern müsst oder sonstiges, da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Wir haben ja Anbaugeräte mit bis zu 1,4 Kilometern Schlauchtrommeln, Schlauchwagen gesehen. Ich glaube, Schlauchtrommel nennt man das, ne? Nicht Schlauchwagen, weil es ist ja kein selbstfahrender Wagen, sondern eine Trommel, die an einem Traktor angekoppelt werden muss. Also Schlauchtrommel. Und hinten haben wir die Möglichkeit, die Gülle in den Boden zu bringen. Für 58.500 Euro bekommt ihr hier eine Gülleverschlauchung bzw. eine Arbeitsbreite von 12 Metern. Ihr benötigt 70 PS und könnt damit 17 km/h die Gülle in den Boden bringen. Das bedeutet für euch, so wie ihr es auf dem Bild auch zu sehen habt, die Gülleverschlauchung ist hinten rechts. Das ist die Führungsschiene, die den Schlauch aufnimmt und es dann in die Schauten SPC 1230 einpumpt oder umpumpt. Den Schlauch habt ihr dann zum Beispiel an einem am Feldrand stehenden Feldrandcontainer oder auch einem Güllefass, ne, es gibt ja die Zubringer und das Güllefass an sich stehen, da habt ihr die Schläuche dann angeschlossen und könnt dann hier über die Felder mit eurer Gülleverschlauchung arbeiten und habt dann hier das SPC 1230, um die Gülle in den Boden einzubringen. Das Ganze werde ich euch aber selbstverständlich auch im Multiplayer zeigen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Entschuldigung, im Livestream, sag ich immer Multiplayer? Ich spiele halt so gern Multiplayer. Nein, das Ganze werde ich euch im Livestream natürlich auch präsentieren. Was wir noch dabei haben, ist zusätzlich das AC115. Das ist ein Kompressor, der über die Zapfwelle die hinten anliegende PU100, eine Pumpe, antreiben kann. Der Kompressor kostet knapp 30.000 Euro, wiegt 980 Kilo. Den hängt ihr oder koppelt ihr vorne an eure Hydraulik an. Dann wird automatisch die Zapfwelle miteinander verbunden und über die Zapfwelle wird dieser Kompressor angetrieben. Der Kompressor ist dafür da, um, wie gesagt, die PU100, das ist eine Pumpe, eine Standpumpe, also die kann auf dem Boden stehen, die könnt ihr dann an den Traktor ankoppeln, auch über die Zapfwelle und über die Motorsteuerung, also über das Laufen des Motors und über den Antrieb der Zapfwelle wird quasi Energie erzeugt, also ein Motorantrieb und dadurch kann die Pumpe für 20.500 Euro auf einer Länge von 300 Metern Gülle pumpen. Dafür ist eine Pumpe da. Also vorne Kompressor dran, hinten die Pumpe dran, dann zusätzlich die Verschlauchung und ihr habt mit einer Verschlauchung, wie gesagt, von 300 Metern die Möglichkeit, ja, zu pumpen. Sagt man das so? Ja, ne? Mit einer manuellen Pumpe zu pumpen. Also die Gülle zu pumpen. Ihr braucht allerdings 160 PS. Ich glaube, hier hängt ein John Deere 7810 dran. Der hat die Möglichkeiten. Ich glaube, 150 aufwärts. Ich glaube, bis zu 185 oder so war es. Die wiegt allerdings auch 1, Moment, das ist gerade sehr klein. 1,1 Tonnen. Das ist schwer, muss ich sagen. 1,1 Tonnen für so eine Pumpe. Ist ein Kleinwagen, ne? So, ja, ist wirklich ein Kleinwagen, ne? Kleinwagen, ja. So ein Olla VW oder so, oder so ein Smart. Die haben auch, glaube ich, so um die Tonne. 89 Kilo oder so wiegen die. Hat schon ordentlich Gewicht. Aber wie gesagt, zum Pumpen da, um mit dem Kompressor, also wie gesagt, das ist aber ganz wichtig. Ihr braucht den Kompressor dabei, um die Pumpe überhaupt zu betreiben. So verstehe ich das, weil ich denke mal, nur die Pumpe über die Zapfwelle anzutreiben, funktioniert nicht. Wofür bräuchte ich sonst den Kompressor, ne? Also Kompressor mit Pumpe, zack, Gülle wird gepumpt. Zap, zap, ab in die Biogasanlage. Und zwar V-Bio-Kombi 1S sowie ein, ja, eine Art Gasverbrennungsanlage, die produzierten Methan, ne, über die
Turbine, beziehungsweise über The Gaze Torch Burns, also verbrennen kann. Gas Torch, wenn ihr das bei Google eingibt, ist zum Beispiel so ein kleiner Bunsenbrenner. Ja, also das ist einfach nur der Bunsenbrenner in groß, den könnt ihr euch für 16.400 Euro platzieren und dann habt ihr die VBio Kombi 1S noch mit dabei, das ist ja, ja für mich ist es immer der Vielfraß. Ich nenne es immer den Vielfraß, das bedeutet, ihr könnt dort Silage einführen sagen. Ihr könnt dort Silage einfüllen, die fast 60.000. Sind das 60.000 oder 50? Boah, das ist so klein geschrieben. Nee, 60.000. Die packt 60.000 Liter für 136.500 Euro, genau, das wäre schön, ne? 136.500 Euro für 60.000 Liter, wo ihr Silage, die gegärt ist, ne? Es ist ja erst Hexegut, dann wird es verdichtet, abgedeckt und gärt zur Silage. Die könnt ihr dort einfüllen und dann habt ihr quasi einen Verkaufspunkt zum Verkauf von Silage und eine Herstellung von Gärresten, die ihr natürlich als Gülle auf euren Feldern weiterverwenden könnt. Coole Sache, muss ich echt sagen, freue ich mich auch drauf, finde ich wirklich sehr, sehr ansprechend. Ich kann euch eigentlich bis jetzt das DLC gar nicht schlecht reden. Ich will es aber auch nicht schlecht reden, weil ich einfach der Meinung bin, dass es allein schon sehr, sehr cool ist, dass Creative Mesh zusammen mit Giant Software einfach ein DLC rausbringt, auch wenn es kostet, ja Leute, 17,99. Es kostet halt nun mal, ja, aber es ist ein DLC, was mehr als 30 Maschinen und Objekte mit reinbringt. Das bedeutet, wir sind da gerade einmal bei knapp 50 Cent pro Objekt bzw. Maschine, die den LS22 erweitern wird. Ihr denkt bitte dran, ihr braucht dafür mindestens die Version 1.7.1, also zieht euch das Update, findet ihr auf der LS-Seite. Und dann könnt ihr euch, wie gesagt, ab 27. September darüber freuen. Bei mir eventuell schon was früher. Wann genau ich es bekomme, weiß ich nicht. Es sollte aber so sein, dass ich es bekomme, weil mir wurde halt mal erklärt, ne, ich hab den Rang im Partnerprogramm und den kann man mir auch so nicht mehr wegnehmen und deswegen kann ich da nach wie vor DLCs und so als Preview vorab testen. Ich hatte damals schon die Chance, mich da mit einzubinden, obwohl ich noch gar nicht diesen Partnerrang hatte, den man dafür braucht. Und ich denke mal, deswegen wird man mich auch nicht einfach so wieder rauskicken und sagen, ja, nö, du brauchst jetzt erstmal den und den Rang. Deswegen freue ich mich sehr drauf. Ich hatte da mit Creative Mesh auch schon gequatscht. Die sagten, nö, das ist ja von Giants, also wird von Giants mit veröffentlicht und du wirst es dann vorab bekommen, wenn du in dem Programm mit drin hängst und dann sollte das funktionieren. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich möchte die ein oder anderen Livestreams da machen und ich bedanke mich auch bei euch recht jetzt fürs Zuschauen. Ihr denkt an das Däumchen nach oben. Wir sehen uns dann in den nächsten Livestreams oder auch in den nächsten Infovideos. Schön, dass ihr zugeschaut habt, Leute. Ich wünsche euch was. Ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tüdelü und tschüss.